Danke, Frau Präsidentin. Ja, über diesen Antrag, beziehungsweise, wie er auch genau liest, hier geht es nicht um die Vermeidung von der Doppelnennung, werte Kolleginnen oder Kollegen, sondern um die Zeichen, um die ganzen Gender-Zeichen, Unterstriche, Bindestriche, Gender-Sternchen und dass das generische Maskulinum Priorität hat, auch in den Gesetzestexten. Das hat nichts mit der Doppelnennung zu tun bei den Ansprachen, die wir hier haben. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Kollegin Foppa, das wäre sehr angenehm. Wir haben das auch nicht gemacht. Ich muss schon feststellen, dass es interessant ist, dass sich sowohl die Kollegin Jasmin Ladurner als auch die Kollegin Rieder oder Amhoff herausnehmen, zu behaupten, wen ich meine. Wenn ich von meinen Banknachbarn im Landtag spreche, wer sagt Ihnen, dass ich da nur die Männer meine und nicht die Frauen mit meine? Und hier geht es nicht um mit oder nicht mit oder wer zuerst, sondern das ist ganz allgemein für mich anerkannt. Dasselbe ist bei Kunden. Die Kunden betreten den Supermarkt. Wer gibt Ihnen das Recht zu glauben, was der Sprechende damit meint, ob er damit wirklich nur die Männer meint, die da hineingehen. Also das kann von jemandem empfunden werden, aber dass Sie mir unterstellen, wen ich meine oder nicht meine, also das geht einfach zu weit und das hat auch nichts damit zu tun, dass Sie sagen, Sprache verändert sich und Sprache schafft Realität. Natürlich verändert sich Sprache. Und wenn wir heute an Polizisten und Piloten denken, dann bin ich mir sicher, dass sehr, sehr viele im Unterschied zu vor 50 Jahren an viel mehr Frauen in den Kabinen denken oder in den Polizeiautos, als wir es heute tun. Aber was Sie hier machen wollen, Sie wollen über Sprache Realität verändern. Und das ist der Unterschied. Und genau diese Argumente, die hier gefallen sind, die passen genau in dieses Bild hinein. Und wenn Sie sich dann noch ansehen, wie es in anderen Ländern aussieht, wo das generische Maskulinum überhaupt oder nur eine sehr geringe Rolle spielt, wie im Englischen, das immer wieder als Beispiel genannt wird, und dann sagen Sie zugleich, das generische Maskulinum festigt irgendwo eine patriarchale Denkweise. Vergleichen wir uns doch einmal mit den amerikanischen Staaten. Da glaube ich schon, dass wir hier in den europäischen und auch im deutschsprachigen Raum doch viel weiter sind. Es verändern sich die Bilder, die wir mit Begriffen verwenden. Und wenn Kollege Repetto und andere das Wort Fräulein oder auch Fernsprecher, es hat sich verändert. Das verwenden wir ja auch nicht mehr so. Das heißt, Sprache verändert. Es hat auch was damit zu tun, was wir mit den einzelnen Wörtern meinen. Aber dass ich hergehe und sage, es muss alles gegendert werden und Kollegin Foppa geht ja noch weiter, sie sagt ja, also Mann und Frau, gut, aber da müssen wir auch noch die Zwischengeschlechter und alle einbauen. Das heißt auch, in dieser Konsequenz wären wir ja noch weiter drinnen und ich schließe da viel mehr aus, als wenn ich das generische Maskulinum verwende. Denn ich schließe niemanden aus, wenn ich es verwende. Bei meinen Kollegen hier am Landtag, bei den Kunden im Supermarkt und so weiter. Wenn man diese Beispiele bringt, dann unterstellen Sie wirklich, wen ich oder wen der Sprechende ausschließt. Und diese Einmischung und diese Überheblichkeit geht zu weit. Und ich bin froh, dass andere Länder hier weiter sind, dass Frankreich weiter ist und dass dort auch Frauenbewegungen weiter sind, als es den Anschein hat, dass es die Frauen hier in diesem Landtag haben diesen Sprung anscheinend noch nicht geschafft.